Riss in der Wand. Am Anfang war da kein Riss. Aber jetzt ist er da. Ich weiß noch, als ich mit Esther am Tisch saß. Ich schaute zu ihr und dann kurz an ihr vorbei. Und dann bemerkte ich ihn. Ich beneide ihn. Die Freiheit, die er genießt. Ginge ich nach links und dann nach rechts, stünde ich nur vor einer Betonwand. Er ist größer geworden. Ein Millimeter, vielleicht zwei, aber er ist größer geworden. Auf der anderen Seite, da muss etwas sein. Ich höre sie flüstern. Esther meinte zu mir, dass da gar kein Riss sei. Grau. Ich lasse mir meine Freiheit nicht nehmen. Grau. Sie irrt sich. Ich muss hier raus. Und jetzt die Werbung. Die Triste. Alles Neue über das Leben im Bunker. Die neue Trendfarbe im Bunker ist blau. Und immer das gleiche Kreuzworträtsel. Die Triste. Jetzt. Vor jeder Wohneinheit. Jeden Tag. Immer. Bis ans Ende aller Tage. Günstige Fake-Accounts mit integrierten Bots von Be My Friend. Sie fühlen sich einsam und verlassen? Dank Be My Friend wird man es auf ihren Netzwerkprofilen und auch im echten Leben nicht mehr merken. Unendlicher Spaß und unendliche Freundschaft. Get your friends on Be My Friend. Because you are alone. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 7.30 Uhr am 17. November 2082. Das heutige Frühstücksangebot, natürlich ist es Grütze. Nicht vergessen, heute findet die 30. Zwischenstandserhebung der psychologischen Gesundheit aller Bewohnenden des Bunkers 200 der BSSD statt. Aufseherin Ceylan bedankt sich dafür, dass alle Bewohnenden die täglichen Safe-Monitoring-Einträge zur Datenerhebung freiwillig zur Sichtung zur Verfügung gestellt haben. Nette, verhält sich letzter Zeit so merkwürdig. Es ist so, als ob sie ein ganz anderer Mensch wäre. Nummer 36 14 001. Genau, ich bin die Neue. Letztens hat sie mich gefragt, ob ich Tafelspitz mag. Da weiß sie doch ganz genau, dass ich allergisch bin gegen Rindfleisch. Ja, die Infos habe ich erhalten. Natürlich werde ich vorsichtig sein. Er wird nichts merken. Alles melden. Verstanden. Früher habe ich gerne Radio gehört, aber... jetzt macht es mich krank. Tag ein, Tag aus, die gleichen Lieder, die gleiche Wettervorhersage, die gleichen schlechten Witze. Vielleicht gehe ich einfach mal persönlich dorthin und mache mein eigenes Radioprogramm. Am Anfang aufgeregtes Rufen, dann ein, zwei, drei laute Knalls und schließlich Ruhe. Einfach nichts. Die Revolution des Radios. Nummer 36 14 005. Alles ruhig. Ich habe die Lage im Blick. Ich melde mich, wenn es was Neues gibt. Der Boris von gegenüber hat mir neulich erzählt, dass er abgehört wird. Alle sagen, dass er ein Spinner ist, aber in letzter Zeit denke ich manchmal, dass er vielleicht doch recht hat. Ich habe auch das Knacken in der Leitung gehört. Nummer 36 14 012. Natürlich. Heimlich still und leise, mit viel Geduld. Irgendwann gibt jeder seine Geheimnisse preis. Audrey beobachtet. Überall her schauen mich ihre Augen an. Aus den Steckdosen starrt sie. Ich habe alle Steckdosen mit dickem schwarzen Klebeband zugeklebt, damit sie mich nicht mehr sehen kann. Ich denke, sie hat mich verwanzt. Ich kann es genau in ihren Augen sehen. Wenn sie mir mein Frühstück bringt. Der Kaffee ist ein Stückchen zu süß. Genau wie ihr Lächeln. Vergiftet mich. Ich schütte den Kaffee weg, wenn sie nicht hinschaut. Ich habe es Klaus erzählt. Aber der glaubt mir nicht. Ich mache mir langsam Sorgen um den Boris. Das macht mir Angst. Ständiges Gerede von Bespitzelung. Inzwischen glaube ich sogar selbst beobachtet zu werden. Nummer 36, 14, 103. Die Frau ist ein Spitze, ein Spion. Es ist nicht leicht, noch mehr Informationen über ihn zu beschaffen. Und jedes Mal, wenn ich nach Hause komme,
steht meine Zahnbürste ein Stückchen anders im Zahnputzbecher. Er wird immer verrückter und dadurch auch vorsichtiger. Kenne ich diese Telefonate? Und vor kurzem hat er mich fast dabei erwischt, wie ich eine Watze im Badezimmer anbringen wollte. Wenn ich mal drangehe, dann ist die Leitung leer. Gestern Nacht hat mich wieder jemand angerufen. Nichts gesagt, nur geatmet. Und als ich dann gefragt habe, welcher Vollidiot mich um 2 Uhr nachts aus dem Bett klingelt, hat er einfach aufgelegt. Und ständig ist sie irgendwo. Und wenn ich sie mal frage, wo sie hingeht, sagt sie spazieren. Aber wer geht bitte da spazieren? In einem Bunker. 5 Stunden lang. Gestern habe ich Boris mal wieder am Fahrstuhl getroffen. Er hatte recht. Mir ist sicher, dass auch ich verfolgt und abgehört werde. Ich habe das Gefühl, dass letztens jemand in meiner Wohnung war. Überall sind Augen, die mich beobachten. Die Gardinen öffne ich gar nicht mehr. Noch das Telefonkabel habe ich durchgeschnitten, damit niemand die Leitung anzapfen kann. Annette beobachtet mich. Sie hört mich ab und meldet den oben alles. Es ist grausam. Ich werde dem Ganzen ein Ende bereiten. Sie werden bestimmt nicht erfreut darüber sein, dass jemand ihren Spitzel umbringt. Aber dieses Risiko werde ich eingehen. Radioaktiv. Für mehr Radioaktivität im Bunker. Hier sind wieder eure Gamma Girls 1 und 2. Und Jerry. Unser neuer Praktikant. Sag Hi, Jerry. Hi, Jerry. Jerry, halt die Schnauze, du klaust uns Sendezeit. Aber ihr habt doch gesagt, ich soll das. Wenn der Kuchen redet, haben die Krummel zu schweigen, also pst. Das Wetter. Die Temperatur beträgt konstante 21 Grad. Wen überrascht's? Es weht ein laues Lüftchen in Gang 33, ansonsten strahlend graue Betondecke. Die aktuellen Verkehrsmeldungen. Vermeidet den Weg durch Gang 74. Hier ist ein Roboter der Feuerwache in Flammen aufgegangen und es kommt zu vermehrter Rauchbildung. Schon wieder? Interessiert uns alle brennend. Zu den Nachrichten. Ey, Jerry, lies mal vor. Die Bunker-News. Dümmster Bunkerbewohner nun als Praktikant bei Radio. Das ist so dumm. Das kannst du doch nicht sagen. Er sollte uns aufhalten. Hast recht. Jerry, du bist so dumm. Zu den echten Bunker-News. Frau revidiert. Blau scheinbar doch Farbe der Reichen. Offensichtlich war sie nach ihrer öffentlichen Äußerung von einigen pflichtbewussten Mitbürgern zurechtgerückt worden, sodass sie ihren anfänglichen Irrtum erkennen konnte. Daraufhin revidierte sie ihre Aussage, dass Blau die Farbe der Reichen sei. Den Vorschlag, Grün zur Farbe der Reichen zu ernennen, nahm sie schließlich zurück, um wenigstens ihre restlichen Zähne behalten zu können. Der Prozess um Günther G. hat gestern sein lang ersehntes Ende gefunden. Nach anstrengenden 2 Tagen verhängte Aufseherin Schälern endlich die wohlverdiente Höchststrafe. Günther G. hatte in der Nacht von Montag auf Dienstag seine Frau Anna im Streit mit seinem Audrey Terminal erschlagen, der Sack. Das Urteil wird morgen um 13.30 Uhr von den Exekutionsbots vollstreckt. Unsere geliebte Audrey wurde in allen Anklagepunkten freigesprochen. You go, girl! Hey, Jerry, sag mal was. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Hey, Jerry. Jerry, hörst du das? Mein Arschgeigenzähler zählt wieder. Jerry, sag mal 1. 1. So dumm. Wir haben einen Leserbrief erhalten. Wer liest bitte ein Radio? Radiosendung. Unprofessionell, vulgär, gemein zu Praktikanten? Ganz schön viel Meinung für so wenig Ahnung. Und hier ein weiterer Song. Eine schönere Zeit. Für alle außer Praktikanten. Echt jetzt? Klappe, Jerry! Duftende Rosen und grasende Tiere, plätschernde Bäche bei Regen spazieren, kleine Geschenke der Gastfreundlichkeit. Wie schön war die Erde noch in dieser Zeit. Duftende Rosen und grasende Tiere, plätschernde Bäche bei Regen spazieren, kleine Geschenke der Gastfreundlichkeit. Wie schön war die Erde noch in dieser Zeit. Pferde, die toben im Grünen auf Weiden, lange spazieren durch blühende Heiden, den Atem zu sehen bei Tag, wenn es schneit. Ich kenne sie noch, diese schöne Zeit. Kinder, die tanzen und schaukeln und springen, Geburtstage feiern und Ständchen sich singen, ins Flugzeug zu steigen, verreisen ganz weit, was möglich war in einer schönen Zeit. Wenn ein Schuss fällt, der Strom ausfällt, und ich glaub, das war's.
dann denk ich an alles, was glücklich mich macht, und nichts macht mir Angst, nur Spaß. Hochwasserschäden, Taifune, Tsunamis, Häuser, die einklappen wie Origamis, ein Kind ohne Eltern auf See, wenn es schreit, kennst du sie noch? Menschengemachte globale Erwärmung, Massentierhaltung, sexistische Werbung, zur Armut verdammt und zur Untätigkeit. Das gab es in einer schöneren Zeit. Kommentarspalten, rassistische Witze, die Polkappen schwätzen und Eisbären schwitzen, Chancen diskreditieren als Aufdringlichkeit. Bring mich zurück in die schönere Zeit. Der Alarm pfeift und der Sturm peitscht, wenn der Weltschmerz nagt, dann denk ich an alles, was glücklich mich macht, und scheiß auf mich krass. Ich ab. Ich hab den Beweis. Schwarz auf weiß. Sie war eine Spionin. Hier, 36, das war ihre Nummer. Und 14? 14 war wahrscheinlich die Nummer, die sie mir gegeben hat. Hier stehen noch weitere Notizen. Hat die Vorhänge immer zugezogen. Ist nichts mehr. Projekt Klaus Paar.